Heize, Glückwunsch zum Startelf-Comeback. Am Wochenende war es endlich wieder soweit, nach 323 Tagen zurück in der Startelf. Erzähl uns kurz, wie hast du davon erfahren, dass du wieder startest? Wie hast du darauf reagiert? Ja, also ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Wir haben ein Abschlusstraining gehabt, haben 4 gegen 4 gespielt. Bin mit Frust vom Platz gegangen und wollte eigentlich schon reingehen und dann kam der Trainer noch hinterher und meinte noch, Heize, warte mal kurz. Und dann hat er kurz mit mir gesprochen und meinte, dass er mich spielen lassen will von Anfang an. Und ich will nicht sagen, ich bin von ausgegangen, aber ich dachte schon, dass ein oder zwei Spieler auf jeden Fall auf der Position dann geschont wären. Von daher habe ich mir auch was erhofft und bin dann entspannt an die Sache rangegangen, habe mich hier gut vorbereitet und einen Sahnetag dann gehabt. Das kann man so sagen. Wir gehen nochmal auf den Weg zum Spiel hin. Es war ja dann noch ein bisschen Luft da nach Abschlusstraining, bis es dann auch losging. Warst du trotzdem so routiniert, dass das ganz, du hast gesagt, du warst entspannt, aber hat es dann doch nochmal gekribbelt? Ja, schon. Also am Abend dann auch mit meiner Frau gesprochen und meinte so, ja, ich spiele morgen und ja, ist schon, glaube ich, 11 Monate her und ein bisschen nervös gewesen, aber die hat mich da probiert runterzuholen, meinte, das ist auch nur ein Fußballspiel. Also klar, hat lange gedauert, jetzt wieder da dann von Anfang an zu stehen, aber hatte ja durch die Kurzeinsätze da auch wieder ja, Selbstvertrauen geholt und Routine. Und dann am nächsten Tag hatten wir am Sonntag ein bisschen uns hier drüben aktiviert. Dann bin ich nochmal nach Hause gefahren für eine Stunde, meinen Schwiegervater nochmal gesehen, der war auch da, hat die Familie dann abgeholt und so bin ich dann entspannt hergekommen, Mittagsschlaf gemacht, gegessen, vorbereitet und dann ging es auch schon los. Also ganz normaler, entspannter Sonntag, wie man so kennt. Und du hast gesagt, absoluter Sahnetag für uns und auch für dich. Es kam dann die 20. Spielminute. Der Ball kam eher zufällig zu dir. Aber ja, Conny meint, er hat schon eigentlich den Ball mit Absicht so vorgelegt und dann, dass er zu mir rübergespielt hat. Nein, kam mit Glück zu mir. Dann hatte ich auch Glück, dass ich ihn durch die Beine haue, dass er reingeht. Natürlich mit 2-0 ist es da dann auch für die Mannschaft ein bisschen entspannter. Wir hatten schon irgendwie das Gefühl, dass wir da Hoffenheim dann überrannt haben mit dem dritten Tor dann auch. Und deswegen sage ich auch, klar, für mich war es persönlich sehr emotional auch, ein geiles Gefühl, aber das Ergebnis hat es dann natürlich auch hergegeben, dass dann die 60 Minuten, die ich gespielt habe, ein bisschen entspannter waren, als wenn man 0-0 spielt und ständig hoch, runter. Von daher war es da schon hart, aber entspannt. Und du hast gesagt, nach dem Tor, dein ganz persönlicher Moment, dein Jubel. Deswegen lassen wir dich einfach nochmal erzählen, was ist in dir vorgegangen, wie hast du den Moment erlebt und was ging in dir vor? Ja, natürlich sammelt sich da viel an über die Zeit, wenn man dann halt nicht bei der Mannschaft ist, wenn man nur verletzt ist, wenn man private Rückschläge dann erleidet. Und da ist mir in diesen vielen oder in der wenig Zeit viel durch den Kopf gegangen. Hab an meinen Vater gedacht, an meine Mutter und ja, einfach so einen Emotionsausbruch gehabt dann noch. Und da hat man dann auch gesehen, Conny kam gleich hinterher, hat mich gepackt, Emil, die Mannschaft hat sich einfach tierisch gefreut und das freut mich natürlich auch, das dann auch zu sehen. Da sieht man, was für einen guten Teamspirit wir haben. Absolut, also ich kann es auch bestätigen, wir hatten Gänsehaut, viele Fans haben es auch so gesagt. Wir hatten es in Hannover ja schon so gesagt, die Phrase ausgepackt, solche Geschichten schreibt nur der Fußball und ich finde, das passt ja jetzt auch wieder so, oder? Hätte man es sich besser ausmalen können? Hollywood hätte es nicht besser schreiben können wahrscheinlich. Schwierig, von Anfang an dann so ein Tor zu machen, ich glaube nicht, nein. Du hast dir immer betont, du lässt es ruhig angehen, vertraust auf den Trainer, wann du deine Spielzeit bekommst. Geht es jetzt weiter so oder stellst du jetzt auch schon irgendwie größere Ansprüche an dich persönlich oder geht es ganz klar um die Teamziele? Also ich habe ja gesagt, klar möchte ich auch ein Spiel über 90 Minuten diese Saison noch spielen. Das ist immer noch als Ziel gesetzt, aber wir wollen einfach als Team ja Titel holen. Und da ist es so, dass auch der Teamspirit gut ist, also super ist, aber wir als Team erfolgreich sein wollen. Von daher ist es halt so, wenn ich Donnerstag auf der Bank sitze, dann bin ich da, ziehe ich nicht eine Fresse, sondern es kann ja sein, dass ich auch wieder reinkomme. Von daher bin ich da und will dann auch Leistung bringen.
Sehr gut, Halze ist da und jetzt auch kommen die ganz wichtigen Spiele in der Europa League im Pokal und da wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Bleib vor allem gesund. Danke. Und schön, dass du wieder zurück bist, Halze. Dankeschön. Danke dir.